Die nächste Gruppe hat währenddessen schon aufgebaut. Die Gruppe hat sich mit etwas beschäftigt, was für Jugendliche natürlich auch sehr, sehr präsent ist, und zwar Schule, Lernen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch so ist. Ich habe das auch in der Erfahrung gemacht in der Schule. Lernen ist nicht immer super spannend. Also wird nicht immer super spannend rübergebracht. Und das muss es aber. Also es kann viel schöner rübergebracht werden. Es kann viel schöner als Lernerfahrung sein. Und damit hat sich die nächste Gruppe beschäftigt. Ich hoffe, ihr habt genauso ein Glitzern in den Augen wie bei der Probepräsentation. Das ist nämlich auch was, was wir immer den Tag vorher machen. Einer der MentorInnen ist selber Lehrer und es war ein faszinierendes Glitzern in den Augen, als sie es präsentiert haben. Es ist eine tolle Art, Sachen neu zu lernen. Und dieses Glitzern wird Quizlies auch in eure Augen bringen. Applaus! Hallo alle miteinander, wir sind die Gruppe Quizly, Schule mal anders. Wir sind Clara mit 12 Jahren, sie hat die Grafik gepixelt, aber ist heute leider krank und kann deswegen nicht kommen. Luna mit 14 Jahren hat den Inhalt und die Präsentation gemacht und Pablo mit 12 Jahren hat das Coding gemacht. Sophia hat bei dem Backend und dem Frontend gearbeitet und ich, Dennis, mit 13 Jahren habe die Grafik gemacht. Unsere Inhalte werden heute sein, was für ein Problem wir abdecken wollten mit unserer App, dann einmal, welche Idee wir am Anfang hatten, wie wir die am Ende umgesetzt haben, welche Herausforderungen wir während der gesamten Zeit hatten und was unsere Vision ist oder was wir halt gemacht hätten, wenn wir noch mehr Zeit hätten. Am Ende werden wir auch noch einmal die App zeigen. Die Probleme, die wir hatten, waren, dass wir, also die Probleme, die wir abdecken wollten, waren, dass der Unterricht oft sehr uneinprägsam ist und auch langweilig und das liegt oft daran, dass der sehr frontal gemacht wird und auch nicht visuell genug ist. Und wenn man zu Hause übt, ist es auch oft schwer, sich selbst zu überprüfen, also ob das, was man gelernt hat, auch richtig ist. Das wollten wir ändern mit unserer App. Unsere Idee, also wie man hier sehen kann, war unser Plakat am Anfang. Das waren die Grundsachen und was unsere Idee war, dass es nicht langweilig wird, also die Quiz-App, und dass visuelle Wege, Dinge zu erklären. Also haben wir es gemacht, ja. Das war unsere Idee. Die Umsetzung, da kann man auch ein Plakat sehen. Da ist eine große Mindmap drauf. Und wie wir es umgesetzt haben, war, wir haben mit Twinery gearbeitet. Wir haben die Bilder gepixelt mit Piskel und wir haben das Quiz in Lerneinheiten eingeteilt und die Themen waren Naturwissenschaften, Sport, Sprachen und Allgemeinwissen. Herausforderungen, die wir während der Arbeit bewältigen mussten, waren, dass wir uns anfangs nicht einigen konnten, mit welcher Seite wir arbeiten. Und wir hatten dann auch auf einer anderen angefangen, aber mussten das dann nochmal wegmachen, weil es nicht funktioniert hat. Dann wollten wir noch Bilder einfügen. Das mussten wir dann auch erstmal irgendwie online bekommen, damit wir dann den Link reinfügen müssen können irgendwie. Und als wir dann noch die Bildergröße ändern wollten, hat das auch nicht so gut funktioniert. Das musste dann Pablo machen. Und am Ende wollten wir auch noch GIFs erstellen und die hat Clara dann gemacht. Das war auch recht schwer, weil wir wollten halt, dass sich die Bilder dann bewegen. Die sieht man auch später noch. Und das letzte Problem war, dass wir das gesamte Design erstmal nicht so hinbekommen haben, wie wir es wollten. Die Vision, die wir hatten, also wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, waren die Lernfläche aufzubauen, also da wir im Prototyp nur im Fach Chemie gearbeitet haben und wenn wir mehr Zeit hätten, dass wir zum Beispiel in Mathematik, Biologie, Physik, Deutsch, Sprachen
und etc. halt mehr gearbeitet haben und auch noch, dass wir halt mehrere Klassenstufen eingebaut hätten, so dass halt jeder mitmachen kann, auch ob Zweitklässler oder Zehntklässler, und dass wir auch mehr Bilder einbauen, dass es nicht aussieht wie ein Sachtext. Genau, das, was man da jetzt sieht, ist das Backend quasi von diesem ganzen Programm. Die einzelnen Pixel oder diese einzelnen Kästchen, das sind diese ganzen Seiten, die wir in dem ganzen Programm haben. Und die haben wir alle miteinander verlinkt. Das kann man mit diesen Pfeilen sehen. Genau, also ich finde, das sieht ein bisschen aus wie so eine riesen Mindmap oder wie so eine Weltkarte eigentlich fast schon. Und genau, das ist das Endprodukt. Und wir haben uns überlegt, wir können das ja einmal ein bisschen durchgehen. Und das am Beispiel von der schönen Welt der Naturwissenschaften. Hier sieht man diese ganzen kleinen Grafiken, die wir auch erstellt haben. Und die hat uns Clara gemacht. Die ist ja aber heute nicht da. Und genau, wir haben uns ein bisschen auf Chemie spezialisiert, weil wir sonst nicht genug Zeit gehabt hätten. Und könnten uns einmal hier die Sicherheit angucken. Das ist nämlich so aufgebaut, man kann sich entweder einen Text einfach durchlesen und dann ist das durch die Grafiken und durch die GIFs, die man ja auch sehen kann, visuell dargestellt. Also das war ja so ein bisschen unser Ziel, dass es visuell ist. Und dann kann man entweder zum nächsten Thema gehen, in diesem Fall die Aggregatzustände, oder man geht wieder zurück zu allen Themen von der Chemie, wo man dann auch unter anderem zum Edelgas kommt. Das zeigt nämlich ein Beispiel, wo man sich durch das Thema durchklickt. Hier in dem Fall müsste man dann darauf gehen, dass man voll Lust hat auf eine Party, also geht man auf die Party. Und dann wird das so ein bisschen spielerisch dargestellt oder erklärt, wie das Ganze funktioniert. Also muss man sich da weiter durchklicken und bekommt dann auch eine Lösung für das Problem, was man am Anfang hatte. Kommt dann da immer weiter und kann am Ende dann doch zur Party, weil man eben das Problem gelöst hat. Und von dort aus sieht man dann, dass man die letzte Lektion erreicht hat von dem Thema Chemie. Von dort kann man dann zum Quiz gehen und das zeigt uns Pablo noch einmal. Also beim Quiz, wie man sehen kann, sind 10 verschiedene Fragen und wir fangen mal einfach bei 9 an, damit es nicht so lange dauert. Und da sieht man, ist eine Frage, zum Beispiel hier ist es, was ist ein Edelgas? Und dann gibt es 3 verschiedene Antwortmöglichkeiten. Und wir klicken mal auf die erste. Und dann steht da leider falsch. Bitte gehen Sie zurück und probieren eine andere Antwortmöglichkeit. Dann klicken wir auf 9. Und dann auf das zweite. Und dann steht da super, hier geht es weiter. Wir gehen aber nochmal zurück, weil hier soll man sich nicht verwirren. Die dritte Antwortmöglichkeit ist auch richtig. Und von da kann man dann einfach zu Frage 10 gehen. Und dann steht da, dass man es gut gemacht hat und dass wir uns über eine Bewertung freuen würden. Und dann kann man auf Bewertung klicken. Dann steht da, hat dir das Quiz gefallen? Man kann entweder ja oder nein klicken. Wir klicken mal ja. Dann steht da, vielen Dank, guck dich gerne weiter um. Und wenn wir auf nein klicken, dann steht da, das tut mir leid, dann hast du wohl deine Zeit verschwendet. Und dann kann man wieder zu Frage 10 gehen und von da aus die schöne Welt der Naturwissenschaften dahin gehen oder wieder ganz am Anfang zu Quizly. Genau, und damit wir das jetzt nicht nur einmal kurz gezeigt haben, sondern das irgendwie auch öffentlich zugänglich ist, haben wir uns noch überlegt, dass man das ja irgendwie noch in einen Link umformulieren könnte. Den haben wir dann noch mit Glitch erstellt und da hatten wir auch noch so ein paar Probleme, weil wir noch ein paar Umbrüche einbauen mussten, damit das überhaupt so aussieht, wie es eigentlich soll, weil das irgendwie ein paar Probleme beim Übertragen hatte. Und wir haben aber, damit es einfach ist, na, ja, kommt nicht, egal, dann versuchen wir es hier, haben wir einen QR-Code erstellt, den ihr einmal sonst auch gerne scannen könnt, dann könnt ihr euch die Website nochmal angucken. Wie gesagt, bis jetzt ist nur Chemie vorhanden, aber vielleicht wird das ja noch ein bisschen ausgebaut.
Und den Code haben wir uns in GIMP erstellt mit dem QR-Code an sich und dann dem Alpaka, das wir auch selbst gepixelt haben noch. Das wird dann zusammengeführt und ja, viel Spaß dabei. Vielen Dank an euch alle und auch nochmal vielen Dank an unsere Mentoren, weil sonst wäre das wahrscheinlich nicht so cool geworden. Ja, also vielen Dank.